Rufen, manchmal geht es dann doch schneller, als man denkt. Yunus ist aus dem Trainingslager zum VfL Wolfsburg gewechselt. Ja. Kannst du uns kurz erklären, wie das dann zustande kam? Gut, es ist so, dass vor wenigen Tagen der Yunus mit der ganz klaren Bitte auf uns zugekommen ist. Er möchte gerne wechseln. Es ist so, dass Yunus auch in der vergangenen Spielzeit auch ein Angebot hatte von Borussia Dortmund, wissen wir alle. War sehr, sehr reizvoll für ihn und war für ihn auch eine große Möglichkeit, zu einem großen Club zu wechseln. Er hat daraufhin dann aber die Freigabe nicht erhalten, er hat dann alles für unsere Farben gegeben und jetzt kam halt mit dem VfL Wolfsburg ein Verein, der ihn ebenfalls ja sportlich für ihn und auch wirtschaftlich einfach was angeboten hat, wo er diesen Schritt einfach jetzt gehen wollte. So, und wir als Verein müssen abwägen, was tust du sportlich, keine Frage, ist eine Schwächung für uns. Yunus ist ein ganz toller Spieler, ein zentraler Spieler, Topscorer dementsprechend. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch sehen, Vertrag bis 2018 und wir wussten genau, Konstellation im Sommer, die wir da haben und auch mit der Wirtschaftlichkeit und auch die Frage, kann man diesen Spieler verlängern? Und da muss man ganz klar sagen, die Chance ist nicht gegeben gewesen und von daher muss man sich dann auch, ja, so wie es einem tut, das auch dann machen und auch trennen und dann auch klar handeln, das haben wir getan und ja, dann geht das immer dann relativ schnell und ist immer ein komischer Moment, wenn man dann praktisch dann ein Mitspieler, der eben noch da war, praktisch dann nicht mehr beim Abendessentisch dann sitzt und bald andere Farben anhat. Was bedeutet das jetzt konkret für uns? Müssen wir reagieren? Können wir reagieren? Wie werden wir reagieren? Also erstmal ganz, ganz wichtig, Ruhe zu bewahren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Es hat sich in dem Sinne jetzt nichts geändert, weil wir eh schon den Markt grundsätzlich beobachtet haben. Also auf allen Positionen, wir haben es immer gesagt, das haben wir auch jetzt gemacht. Und ja, wir werden auch haben erstmal großes Vertrauen in unsere Mannschaft. Wir haben sehr, sehr viele gute und kreative Spieler, die auf unterschiedlichsten Positionen spielen können. Von daher haben wir absolutes Vertrauen und sind überzeugt, dass wir da eine richtig gute Mannschaft haben. Und auf der anderen Seite ist es immer so, dass man immer guckt, immer die Augen auf hat und wenn es eine Möglichkeit gibt für uns, was für alle Sinn macht, dann werden wir reagieren. Aber wie gesagt, nochmal, jetzt Stand der Dinge, jetzt Ruhe bewahren, weiterhin Gas geben, gut vorbereiten. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Alles klar, danke dir.